Als Ersten begrüße ich Herrn Hans Hirschfeld aus Hamburg. Herr Hirschfeld wurde selbst anlässlich des Pogroms verhaftet. Ich begrüße alle Anwesenden, die zu dieser Feierlichkeit gekommen sind. Es ist leider auch bei vielen Bürgern in der gesamten Bundesrepublik vergessen worden, vor lauter Freude der Wiedervereinigung, dass es wieder ein Gesamtdeutschland gibt. Aber der 9. November 1938 ist nun mal ein Schandnovember in der Geschichte von Deutschland. Das kann man nicht anders sagen. Die Kulturnation Deutschland hat ihr durch die nationalsozialistische Regierung, durch Adolf Hitler, ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie hat ihre Brutalität gezeigt. Sie hat gezeigt, dass sie ihre Mitbürger gar nicht mehr gekannt haben, die im Ersten Weltkrieg gemeinsam gekämpft haben, gemeinsam gestorben, verwundet sind, gemeinsam alles zu tun, damit dieses Land ein gesamtes Land bleibt. Man hat vergessen gehabt, dass im Schützengraben Katholiken, Protestanten, Baptisten und Juden waren. Es waren alles Deutsche. Es gab keine Unterschiede. Und erst durch den Machthaber, vielleicht durch seine Erfahrung, die er mal mit einem schlechten Menschen in Wien gemacht hat, hat seinen gesamten Hass über seine Partei auf die jüdische Bevölkerung von Deutschland übertragen. Und genau das ist etwas, was unverständlich ist, dass ein ganzes Volk mitlief und das gar nicht begriffen hatte. Jedenfalls, wir haben die Konsequenz gesehen, die daraus entstanden ist. Und wir können nur sagen, man hat auch nicht begriffen, wie viele jüdische Mitbürger gab es eigentlich in Deutschland. Keiner hat darüber gesprochen. Aber ich weiß es durch einen hervorragenden Oberfinanzbeamten der Oberfinanzdirektion Hamburg, ein verehrter Herr Lippmann. Herr Lippmann war jüdischen Glaubens und ist natürlich als Staatsbeamter sofort 1933 entlassen worden. Aber er hat, bevor er Selbstmord gemacht hatte, um nicht in eins der Konzentrationslager zu kommen, er hat eine Dokumentation aufgestellt, wie viel wahre jüdische Mitbürger eigentlich in Deutschland gelebt haben. Und jeder denkt in millionenfacher Weise, das ist nicht so. In Deutschland lebten exakt laut Aufstellung von Herrn Oberfinanzdirektor Lippmann 568.000 jüdische Mitbürger in den großen Städten vom Deutschen Reich. Das ist alles. Und die 6 Millionen sind dadurch entstanden, dass man natürlich im Zweiten Weltkrieg die gesamten Länder, die überfallen worden sind, die jüdische Bevölkerung auch da herausgeholt hat und entsprechend dann Polen besonders und in Russland. So ist die Gesamtsumme entstanden an Opfern. Ich kann nur sagen, wir müssen wachsam sein, immer gute Menschen sein. Und was sich heute als Parallele abzeichnet, das erleben wir jetzt im Vorderen Orient. Es ist schrecklich und ich kann nur sagen, seid gute Mitbürger alle zusammen, wie wir sind. Dieses Deutschland hat sich viel Mühe gegeben, nach dem Krieg wieder aufzubauen. Und wir müssen der Jugend nach wie vor immer wieder auch erklären und zeigen, was war an brutalen, an schrecklichen gewesen, sodass dieses nicht wieder vorkommen darf. Das ist Ende meiner Rede und ich wünsche allen noch einen guten Rest Sonntag und einen guten Heimgang.